Das ist das aktuelle Buch meines heutigen Gastes, meine Damen und Herren. Eine Legende im deutschen Fernsehen, ein lieber Freund, ein Garant für ein Feuerwerk der guten Unterhaltung. Seine Show, Was liest du? Nominiert für den Grimme-Preis. Großartig. Heute haben wir uns zu Gast, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, Jürgen von der Lippe. Das kenne ich alles noch nicht. Das kennst du alles noch nicht. Du warst oben. War oben. Er ist oben. Sehr lieb. Vielen Dank. Oh. Tun Sie das nicht. Ich bin doch nur ein alter, siecher Mann. Ich höre nichts. Wirklich? Es ist wenig Karneval, diese Session im Fernsehen. Ist nicht? Ja, also ich habe noch kaum was gesehen. Ja. Deswegen habe ich ja vorher gesagt, ich hatte schon Angst, da würde gelacht, weil man schon Gag kennt. Mm. Ja. Das ist Ding. Ja, das wäre fürchterlich. Hast du das mal erlebt, dass ein Gag nicht ankommt in deinem Programm? Ja. In der Schweiz war es mal. Das war hart. Du hast zusammen mit dem Kollegen Ingo Oschmann ein Buch geschrieben, das heißt Schönen Abend, geben Sie richtig Gas, kochen, spielen, zaubern mit Freunden. Ich habe heute Mittag mal gestöbert, wir müssen aufpassen mit Schleichwerbung, in einem großen Internetkaufhaus. Ja. Das nicht nur von Amazonen benutzt wird, vermute ich mal. Denen man ja die Brust amputiert, auch gut, ne? Amputiert. Ja. Ja, damit sie die rechte Brust, damit sie den Bogen spannen können. Ah, das wusste ich weißt nicht. Weißt du doch. Na, wirklich? Ja, war das so? Frag. Ja? Ist es so? Unglaublich. Das kommt davon, weil er im Karneval sich als Admiral verkleiden will. Weil er gelesen hat, die räumen ab. Wirklich. Klar, ja. Aber gut, das würde jetzt zu weit führen. Natürlich. Da sehe ich, da warst du heute Mittag mit diesem Buch auf Platz 2. Ich nehme an, das muss eine Zwischenstufe gewesen sein. Ich nehme an, du bist Dauer 1. Eigentlich ist es 1, denn 1 sind ja, also 1 bis 3 sind ja Bücher, die es noch gar nicht gibt. Das sind die beiden Potters, Deutsch und Englisch. Richtig. Und Sonja Kraus Fickfebel. Die ja gerade in der Bildzeitung. Heißt das wirklich so? Na, ich habe sie mal kurz so benannt, einfach, weil man, damit man weiß, was es geht. Aber wenn das wirklich so ist, dann kaufe ich es. Ja, es gibt es an der Tanke, 8,60 €. Also, es ist aber noch nicht da. Ja. Und ich habe auch gesehen, dass Herrschaften, die dieses Buch kaufen, kauften auch. Weißt du auch, was das ist, was noch gekauft wird? Es sind 2 Bücher. Wer dieses Buch von dir und Ingo Oschmann kauft, der kauft auch Rache am Chef. Ja, und unkündbar. So machen sie sich unverzichtbar im Betrieb. Also das ist sehr merkwürdig. Es scheint irgendwie das Bedürfnis nach Rache am Chef zu sein und abends schön zu feiern. Ja, erst das eine, dann das andere. Das ist auch richtig so. Und dieses Buch ist wirklich ein toller Ratgeber. Das heißt, es ist eigentlich jetzt die Rundumversorgung. Essen, richtig. Getränke und Spiele. Zaubern, Spiele. Es ist ja ein bisschen Geschichtliches. Ich will ja heute auch etwas mixen. Ja, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Den Klassiker überhaupt, den Dry Martini, von dem in den 40er Jahren, wie du weißt, in Amerika gesagt wurde, Glück ist ein trockener Martini in der Gesellschaft einer schönen Frau. Oder ein trockener Martini. Ja, der Gin wurde ja um 1650 in Holland als Nierentonikum erfunden. Ja. Das wusste ich mir neu. Dann nach England, hieß dort Mutter des Ruins. Wurde erst mit Milch getrunken, später dann mit Wermut. Aber die Hochburg ist natürlich Amerika. Prohibition. Roosevelt feierte die Prohibition immer mit einem trockenen Martini. Churchill trank ihn ganz trocken, also ohne Wermut. Aha. Ja, und als kleine Hommage an Frankreich verbeugte er sich nach Paris hin.
Ach, wirklich wahr? Ja. Das, also du hast dich ja richtig eingearbeitet in eine kleine Kulturgeschichte. Da steht, einiges davon drin. Es gibt zum Beispiel, also normal ist 4 Teile Gin oder 6 Teile Gin und 1 Teil Wermut. Es gibt auch den Montgomery, dem englischen General benannt, der nur angriff, wenn er eine 15-fache Übermacht hatte. Es sind dann 15 Teile Gin und 1 Teil Wermut. Ja. Bist du da standhaft im Vertragen von solchen Getränken? Oder? Ich mache ihn 4:1. Ja. Ich fange mal an. Ja. Und es sieht wirklich toll aus. Es sieht irgendwie schwer amtlich und barkeepermäßig aus. Ist das alles, was du brauchst? Haben wir es in der richtigen Reihenfolge? Ich habe auch gesehen, ihr schlagt zum Beispiel zur Eröffnung des griechischen Abends vor einen Cocktail, der heißt The Godfather. Ja. Hat gar nichts natürlich mit Griechenland zu tun. Nein. Das ist Bourbon, weil wegen Godfather und Zeus eben. Ja. Toll. Und das. Bourbon, Whisky und Amaretto auf Eis shaken. Sehr schöne Sache. Bourbon, Whisky und Amaretto? Ja. Tut das nicht sehr weh am nächsten Morgen? Nein. Nee. Das ist ein herber Bestandteil und ein süßer Bestandteil. Aha. Ja. Oder der Bombay Crush, der dort in der ersten Auflage fehlerhaft noch Slash heißt, so habe ich ihn gelernt in Darmstadt, habe aber dann beim nächsten Besuch die richtige Version gelernt. Bombay Crush, das sind die Kumquats. Diese kleinen Orangen, was eigentlich ein Sommerdrink, die gibt es aber nur im Winter. Du nimmst 4 Kumquats, halbierst die, 2 Barlöffel Zucker, dann mit dem Stößel, den du von der Caipirinha ja hast, diesen Holzstößel, zermatschen. Dann 6 cl Gin, 2 cl Lime Juice, voll mit Crushed Eis das Glas, 1 Schuss Soda, umrühren und dicken Strohhalm reichen. Was wollte ich? Ach, mixen. Mixen, ja. Soll ich dir irgendwie die Getränke hochstellen oder das Eimerchen halten? Du kannst mir das Eimerchen halten. Ich mach mal, wir trinken doch alle, ne? Nathalie, du auch, oder? Ja, sag mal, das ist aber... Und nicht zu viel Wermut. Ja, verstehe. Sag mal, und du hast das so im Gefühl, wie das 4:1 Verhältnis ist, du brauchst nicht mehr dieses Ab... Es ist zwischen 4 und 6:1. Ja. Dann kann man jetzt, weil ich mache zum Beispiel gerne noch einen Schuss Zitronenlikör rein, andere machen noch andere Sachen rein, das kannst du alles machen. Jetzt gibt es ja die alte Frage, geschüttelt oder gerührt? Ja. Wenn du rührst, was du auch machen kannst, solltest du 50 Mal rühren und zwar im Uhrzeigersinn. Wenn du schüttelst, solltest du 7 Mal schütteln oder jedenfalls bis es leicht beschlägt. Jetzt dauert es länger, weil ich doch ziemlich viel Gin genommen habe. So, und jetzt machen wir das in diese Cocktailgläser hinein. Das ist dann ein bisschen trüb, aber der Witz ist, dass die Getränke nicht aus dem Kühlschrank kommen, sonst kriegst du nicht genug Wasseranteil, weil das dann nicht schmilzt. Und jetzt kannst du noch Folgendes machen. Es gehört hinein eine Olive. Jetzt sagen manche, wenn ich Salat will, sage ich das. Aber das gehört rein. Wenn du eine Silberzwiebel reinmachst, dann heißt das Ganze Gibson. Wenn du eine Jalapeno reinmachst, und dann musst du auch Wodka nehmen statt Gin, dann hast du einen Cajun Martini. Wenn du eine schwarze Olive mit Mandel reinmachst, hast du einen 8-Ball. Wenn du etwas... Stimmt das eigentlich oder das improvisierst du das? Nein, das stimmt. Weil das eh nicht kommt. Wenn du etwas... Also weiß ich. Mademoiselle, voilà. Ah, guck mal mit, ich habe noch was vergessen. Okay. Nüsschen? Ich habe noch... Nein, nicht Nüsschen. Das ist aber ganz wichtig, dass wir... Man könnte jetzt einen Twister, das ist ein Zitronenkringel, aber schöner ist, wenn du... Oh. Jetzt ist die Limette unter. Wenn du über dem Drink, sieht man das, über dem Drink, das... Und dann gehen die aromatischen Öle, fallen dann rein. Das ist ja unglaublich, was man da alles sich vergibt, wenn man so schnell mal aus der Flasche trinkt, aus dem Kühlschrank. Ja.
Da merkt man aber schon, du machst das mit Herzblut, mit Leidenschaft. Das ist nicht irgendwie so nur für ein Buch, sondern Nein. Das machst du auch privat, wenn du Gäste hast oder Einladungen, dann wird das so zubereitet. Ja. Manuel, bei uns beiden mache ich das nicht, weil das ist auch ungesund mit dieser Schale. Zum Wohle. Zum Wohle. Ja, das ist sehr gut, muss man sagen. Hm? Ja. Da kannst du doch aber eigentlich jeden Barkeeper in den Wahnsinn treiben, wenn du so gezielte Drinks bestellst und der flackert nur noch mit der Pupille und weiß nicht, was du meinst. Naja, das fängt ja mit dem Gin an. Das ist wir haben das ja abgeklebt, damit man das nicht erkennt. Es muss aber ein Bombay Sapphire sein. Ah, ja. Der ist 17 Jahre alt. Ja. Das wäre ein haushoher Unterschied zu anderen Gin-Sorten, Gordons oder sowas. Ja, ach, verstehe. Nee, muss Bombay Sapphire sein. Bombay Sapphire. Heißt der auch Mumbai mittlerweile? Bombay. Ja, aber Bombay heißt ja wieder Mumbai, so wie Karl Marx ja wieder kennt, oder umgekehrt. Bombay heißt jetzt wieder Mumbai als Ort. Ehrlich. Ja, und deswegen dachte ich, weil ich habe schon mehrere Herrschaften, die gerne trinken, an der Bar schreien hören, Gin Tonic, aber nur mit Mumbai. Aber es gibt natürlich auch Gordons und so weiter, damit wir uns nicht diesem Schleichwerbungsvorwurf aussetzen und natürlich auch 6-Ämter-Tropfen. Der ist aber schon sehr gut, muss man sagen, ja? Ja. Und das ist auch? Also 4 davon und? Und man findet das Fernsehen gar nicht mehr so übel. Mhm. Man vermisst auch Karneval nicht mehr. Ich habe eine ganz süße Geschichte, weil ja, wie gesagt, auch kleine Partytricks und Zaubereien. Ja. Alles sehr leicht machbar. Ich muss noch mal gucken, wo ich die Mama noch rasch. Jetzt kommt gleich für Sie ein Feature. So reiste das Politbüro hinter den Kulissen der Macht. Morgen ist Weiberfasnacht überall im Fernsehen. Mittwoch sind wir wieder da mit Henriette Richter-Röhl aus Sturm der Liebe. Ach. Ja. Grüße oder kennt ihr euch? Ja, herzlich. Nein, nicht, gar nicht. Ja. So, pass auf. Leg du mal bitte die Hand da drauf. Ist das wieder so, als wo ich einen Schlag kriege? Nein, du kriegst keinen Schlag. Du warst so ein Elektro-Spiel. Du bist ein Kino. Ich bin ein Kino? Ja, du bist ein schwach besuchtes Kino. Jetzt während der Berlinale. Da sind nur 3 alte Damen drin. Okay. Hier ist die Leinwand. Ja, ne? Ja. Hier ist das Klo. Nach 10 Minuten geht die erste, die ist 50, geht die pinkeln. Ja. Oh, besetzt. Na, ja. Komme ich später wieder. Geht wieder zurück. 10 Minuten später die zweite. Ne? Die ist 60. Oh, hab ich einen Druck, aber es besetzt. Gehe ich wieder zurück. So, 10 Minuten später muss die dritte. Ja. Die geht auf die 80. Ja. Ne? Zieht auch das Bein nach. Oh, er ist besetzt, aber ich kann das nicht mehr halten. Ich hab dir versprochen, du kriegst keinen Schlag. Nee, lasse. Danke dir. Bitte. Das Buch heißt Schöner Abend, Jürgen von der Lippe, Inge Oschmann. Platz 1, aber es sind noch einzelne Exemplare in ausgewählten Buchhandlungen vorhanden. Man reißt es aus den Händen. Ja, ja. Ja. Das Rezept ist auch drin? Das Rezept ist selbstverständlich drin. Auch mit diesen ganzen, habe ich gesagt, dass das mit Olivenlake dann ein Dirty Martini ist. Hast du gesagt? Ja, jetzt gerade. Wir sind am Ende der Sendung. Was? Das war eine halbe Stunde, Jürgen. Och, ja. Vielen Dank. Ja. Bis nächste Woche. I'm going to go to the next one.